Hallo und herzlich willkommen bei BOTS zu einer weiteren Folge von Freude an Keramik. Ich zeige euch heute was fröhlich-sommerliches mit Unidekor, nämlich diese bunte Schale. Es gibt natürlich ganz viele verschiedene Techniken, wie ihr mit Unidekor arbeiten könnt. Ich habe mir diese Schwammtechnik oder Stempeltechnik mit den Schwämmen ausgesucht. Das sind so Schwämme, die kann man im Baumarkt kaufen. Dann habe ich natürlich meine Unidekor. Ich habe mir viel Grundfarben ausgesucht. Und für die Schale, die ich heute machen will, habe ich es mir einfach gemacht und habe eine bereits lasierte Schale in einem großen schwedischen Möbelhaus gekauft. Und damit geht das wunderbar, haben wir viel getestet und das machen wir jetzt mal. Das ist meine Schale nach dem Brand. Die ist ja jetzt echt schön bunt geworden und die Punkte sind auch richtig gut rausgekommen. Allerdings ist Unidekor bei 1050 Grad matt und wenn ihr das Ganze jetzt sehr glänzend und noch strahlender haben wollt, dann geht ihr einfach mit Transparent drüber und eine dünne Schicht reicht dann. Diese Schale kommt jetzt auch nochmal in den Ofen bei 1050 Grad. Ich zeige euch im Anschluss jetzt noch einige Techniken, die ihr mit Unidekor auch toll machen könnt. Und wie immer würden wir uns sehr freuen über eure Ergebnisse. Probiert es mal einfach aus und tschüss bis zum nächsten Mal.